Hey Leute, G-Max hier und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Küste hier auf meinem Kanal, liebe Freunde. Ich habe mir heute mal vorgenommen, wir werden etwas den Server verschönern. Ihr seht ja auch schon hinter mir aus den letzten Folgen die ganzen schönen Gebäude, die gebaut wurden. Und ich dachte mir, wir sind jetzt heute auch mal wieder im Punkto Bauen etwas produktiver. Und zwar dachte ich mir, dass wir etwas bauen, was eigentlich jeder schön findet. Und zwar haben wir ja hier schon die Gebäude für die Villager gebaut, indem wir in der letzten Folge uns schon mal voll enchantet haben. Übrigens habe ich jetzt meine Rüstung auch eigentlich komplett maxed, abgesehen jetzt hier von Haltbarkeit. Schwert, ja, wie gesagt, noch Schärfe 5 wäre nötig. Bogen auch nochmal Power 5 machen. Das machen wir aber auch noch in den nächsten Folgen. Also, das ist auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall gehen wir heute hin und machen erstmal das hier alles weg, weil diesen Weg hier, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil ich möchte ganz gerne hier einen Marktplatz hinbauen. So verschiedenste Stände, wo man Waren anbieten kann, so verkaufen kann. Mäßig. Ja, ich würde sagen, ja, hier so direkt vor der Haustür würde das schon ganz nice aussehen. So, auf jeden Fall holen wir uns dann mal ein bisschen Holz. Ich war nochmal farmen. Anderthalb Stacks müssen jetzt erstmal reichen an Holz. Stellen wir uns dann erstmal eine Workbank hier hin. Ich mache jetzt erstmal alles, was wir eigentlich so brauchen. Ich glaube, Treppen brauchen wir. Und ein paar Slabs können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Und dann würde ich sagen, wir probieren uns einfach mal ein bisschen aus. Ihr könnt das quasi hier als kleines Marktplatz-Tutorial euch ansehen. Mäßig. Lehnt euch entspannt zurück. Genießt das Bauen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was es wird. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt hier erstmal eine ganze Linie voll mit Holzblöcken langgezogen. Hab das jetzt hier ein bisschen ausgemessen. Das ist jetzt hier quasi 4x5. Genau, 4 Blöcke, dann in die Richtung 5 und immer so weiter. Obwohl es hier, glaube ich, etwas länger ist. Ich habe jetzt quasi 2 kleinere Stände und einen mittleren Stand. Das werden jetzt dann so die Verkaufsbuden werden. Und ganz einfach, wir gehen jetzt hier hin und machen jetzt diese Treppen hier vor. Das sieht nämlich richtig, richtig cool aus. Ihr seht, Leute, das ergibt so eine richtig schöne Thekenform. Das sieht quasi so aus, als wäre es so ein richtig, wie man es kennt, so an der Bar so ein Tresen. Und genauso soll ein Stand ja eigentlich auch aussehen. Und jetzt eigentlich noch einfacher. Eigentlich sind das jetzt so die 0815 Stände, die ich hier baue. Ganz einfach hier mit Zäunen. Machen wir mal so hoch. So hoch. Genau, so auf dieser Höhe reicht, glaube ich, sogar. Machen wir es mal hier überall jetzt genauso an den Ecken. Hier. Hier. Und hier. Und jetzt würde ich sagen, meine lieben Freunde, dass wir das alles, ich habe jetzt nämlich noch ein bisschen Wolle besorgt, dass wir das hier jetzt schön einfärben. Dass wir uns jetzt quasi das Dach aus Wolle bauen. Indem wir jetzt quasi einfach mal hier weiße Wolle drauf machen. So. Und das ziehen wir jetzt erstmal hier komplett lang. Ich kann jetzt erstmal den ersten Stand bauen eigentlich. So, hier auch nochmal weiße Wolle drauf. Ziehen wir hier auch nochmal lang. Und jetzt machen wir in der Mitte nochmal blau. Ich muss aber kurz gucken. Wollen wir das so lassen? Oder... Na komm, obwohl. Komm, wir lassen jetzt erstmal so. Weil eigentlich hatte ich mir jetzt gedacht, wir machen den zweiten Block, also quasi die blaue Farbe jetzt nochmal eins höher, quasi in die Mitte. Dass es quasi so ist, hatte ich mir gedacht. Aber dann machen wir es einfach trotzdem so nebeneinander. Das sieht nämlich auch ganz gut aus. So, und jetzt ziehen wir das hier weiter. Erstmal die weiße Wolle komplett. So, jetzt habe ich zum Beispiel keine mehr. Jetzt müssen wir kurz zu den Schafen und uns mehr Wolle holen. Zum Glück habe ich hier schon ordentlich in der Kiste zusammengesammelt. Obwohl, wir können uns eh noch ein bisschen farbige Wolle holen. Gönnen wir uns einfach mal. Hier gelb, blau, rot. Die drei Farben habe ich bisher. Hier ist immer noch dieses Schaf, was Jeep genannt wurde. Leute, dann glüht das so komisch. So rainbowartig. Und perfekt. Okay. Super cool. Jetzt müssen wir uns überlegen.
Machen wir jetzt jeden Stand in einer anderen Wollfarbe oder sagen wir uns, ich mache jetzt quasi die beiden außen oder ich mache jetzt die beiden äußeren in blau und den in der Mitte mache ich jetzt nochmal in einer anderen Farbe. Wie wollen wir das machen? Ich kann es ja mal ausprobieren. Wir machen jetzt hier rot. Okay. Muss man mal schauen. Wie wirkt denn das, wenn wir jetzt hier so lang laufen? Ja. Sieht schon ganz nice irgendwie aus. Ich denke mal, das kann man lassen. Auch wenn es irgendwie 0815 aussieht, wir werden das jetzt nochmal ein bisschen verbessern. Okay, das sieht schon mal ganz nice aus. So mit Bannern. Das sieht schon echt ganz cool aus. Machen wir mal 2 rote, wenn es geht. Genau. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist ein paar Kisten uns zu besorgen. Weil Kisten sind ja eigentlich mit das Notwendigste. Die können wir dann erstmal hier reinstellen. So, hier eine Kiste rein. Machen wir hier eine doppelte Kiste. Und hier auch nochmal eine Kiste hin. Okay. Dann hier noch 2 rote Banner. Machen wir mal hier hin. Und hier hin. Und Leute, das wirkt auf mich doch schon mal ganz nice. Jetzt werden wir hier nochmal kurz den Boden bearbeiten. Und zwar werden wir das vielleicht jetzt hier durch Ziegelstein ersetzen. Ja, ich denke mal, wir werden durch Ziegelstein ersetzen. Und dann hatte ich das. So, dann machen wir jetzt hier mal Ziegelstein hin. Und das sieht sehr nice aus, auf jeden Fall. Ziegelstein ist ja generell so ein cooler Stein, womit man so Fassaden bauen kann. Den Grundstein eines Hauses, so die Grundmauer mäßig. Und hat auch eine Straße oder einen Boden. Wir könnten hier hinten auch nochmal Treppen auf jeden Fall verwenden. Ja, komm, machen wir es einfach mal. Wir machen jetzt hier die ganzen Wände hinten weg. Und ersetzen sie durch Treppen. So. Okay, Leute. Viel, viel besser schon mal. Viel, viel besser. Okay, dann wäre das jetzt hier schon mal der ganz grobe Stand. So wie der jetzt hier steht. Sieht der echt gut aus. Und ja, Leute. Mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Wenn ihr einfach so einen Marktplatz bauen wollt, so ständemäßig, ihr braucht einfach nur Holz. Eigentlich wirklich nur Holz. So, Wolle ist wichtig. Holz und Wolle. Vielleicht noch hier hinten so, dass wir hier komplett zumachen. So, gehen wir mal weg. Wie sieht das aus? Ja. Ja, vielleicht nochmal hier zu. Okay. Ja, das sieht nice aus. Okay, Leute, also ganz ehrlich. Dafür, dass ich jetzt zum ersten Mal im Leben so Minecraft nur nach 15 Stände gebaut habe, muss ich sagen, ich bin mit dem Endergebnis schon mal ganz zufrieden. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und so einfach ist das, Leute. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach nur ganz normal Holzblöcke geplaced, ein bisschen Wolle drüber gemacht, Banner an die Seite, Holz, Zäune. Und der Rest ist eigentlich auch nur so in eine Richtung. Wir können jetzt hier zum Beispiel noch ein paar Teppiche reinmachen. Ja, nehme ich mal von mir aus rote. Machen wir jetzt hier nochmal rein. Ja, und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. So, Leute, der Stand ist jetzt finally fertig. Ich habe hier jetzt mit ein paar Falltüren und ein bisschen Erde nochmal Blumentöpfe ein bisschen angedeutet. Da drauf sind dann diese richtig coolen Sakura-Leaves. Und Leute, das macht auf jeden Fall schon mal ordentlich was her. Und ihr seht, Leute, es ist wirklich gar nicht so schwer, wie man denkt, eigentlich so einen einfachen Stand zu bauen. Ihr habt ja die Bauabschnitte gesehen, liebe Freunde. Also es ist jetzt auf jeden Fall nichts super Schwieriges, würde ich sagen. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein, euer G-Max. Tschüss.